Ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xeres Rückkehr. Ja, wir sind in der letzten Folge hier rausgekommen und werden jetzt mal gucken, ja, dass wir dort drüben zu diesem Baum... Ich glaube, ich habe gerade Xeres Rückkehr gesagt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Legend of Assumes, tut mir sehr leid. Wir sind in der letzten Folge hier rausgekommen und, ja, ich habe mal ein bisschen an den Einstellungen nochmal gedreht und geschraubt. Ich habe den Renderer mal ein bisschen runter bearbeitet hier, denn ich hatte schon zwei Versuche gemacht, diese Aufnahme hier zu starten. Und da drüben beim Baum ist das Spiel dann immer eingefroren und ist nichts mehr passiert. Und dementsprechend habe ich jetzt versucht, ein bisschen zu drehen und zu schrauben. Mal gucken, ob es geholfen hat. Wir werden sehen. Und jedenfalls werden wir jetzt mal dahin gehen. Der nice Dude hat unter Folge 4 geschrieben, dass ich mit dem Bogen mir nochmal bei dem Steinhaufen nochmal anschauen soll und das werde ich auf jeden Fall nochmal tun. Wir werden jetzt auf jeden Fall hier das Holz hacken. Wie gesagt, ich hoffe, das Spiel stürzt jetzt nicht wieder ab. Das wäre super ärgerlich, denn das macht das Spiel schon mal ganz gerne. Ja, ich denke, ich werde wohl höchstwahrscheinlich die Schmiedlehre beim Arus anfangen. Und gildenmäßig aber ins Kloster gehen. Mal gucken. Werde ich mal sehen. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht so genau, wie lange ich jetzt hier hacken muss. Ich warte jetzt erstmal einfach ein paar Minuten. Und ja, mal schauen. Tut mir leid. Ich kann ja schon mal in der Zwischenzeit ein kleines erstes Feedback sozusagen vom Spiel mal da lassen. Also bis jetzt wirkt die Mod sehr gut. Also bis auf die Abstürze, die regelmäßig kommen, gibt es eigentlich nichts auszusetzen. Die Sprachausgabe ist feinste Sahne, wirklich. Also es ist wirklich mit einer, es ist, wenn nicht gar sogar die beste Sprachausgabe, die ich in einer Gothic 2 Modifikation oder Gothic Modifikation je gehört habe. Aber ich glaube, ich habe mich mal ein bisschen mit ein paar Leuten von mir unterhalten, so, die auch die Mod gerade spielen. Vermutlich ist es so, die Welten sind einfach zu groß und dementsprechend dauert das Laden auch länger. Ich habe auch herausgefunden, wenn ich den Renderer zum Beispiel rausnehme, dann ist es so, dass das Laden deutlich schneller geht. Und Speichern vor allem. Das Speichern und Laden geht deutlich schneller, wenn der Renderer raus ist. Dementsprechend, ja, es gibt auch mehr Probleme mit dem Renderer als ohne Renderer. Ohne Renderer sieht das Spiel wie Gothic 2 halt aus, aber jetzt nicht irgendwie schlecht oder so. Nur ist es halt so, dass die World Distance halt nicht so groß ist, dass viele Objekte erst nachploppen, wenn man da wirklich schon fast davor ist. Das ist ein bisschen nervig, deshalb ist mit Renderer schon sinnvoller trotzdem. Aber das ist halt so ein zweischneidiges Schwert, also mit Renderer ist es trotzdem irgendwie manchmal so, dass das Spiel mehr Probleme hat, mehr abstürzt, mehr Access Violation hat und das ist sehr, sehr bedauerlich. Ja, dementsprechend hoffe ich, dass das jetzt nicht so viele Probleme machen wird in Zukunft. Ja. So, ich höre jetzt einfach mal hier auf. Und werfe mal einen Blick ins Inventory. Okay, wir haben 2 Holzscheiter. 2. Ah, es ruckelt schon sehr, muss man jetzt mal sagen. Es ruckelt schon sehr. Das ist wirklich ein Problem manchmal. Ich speichere einfach mal und lade mal neu. Ich hoffe, dass es dann nicht mehr ruckelt. Ja, wie gesagt, also technisch läuft das Spiel noch so gar nicht rund. Da muss man auf jeden Fall nochmal nachjustieren und updaten. Lade jetzt einfach mal. Ja, und das meinte ich halt, Access Valuation schon wieder. Es regt mich so auf, wirklich. Und wenn das natürlich jetzt auf Dauer so weitergeht, dann bin ich natürlich auch, ja, werde ich höchstwahrscheinlich auch das Projekt wieder pausieren oder wieder abbrechen, so wie ich es damals schon bei der Demo gemacht habe, weil es einfach ärgerlich ist. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr genauso viele technische Probleme habt wie ich. Also ich scheine nicht der Einzige zu sein, weil das schon mal ein paar Leute schon mal geschrieben haben, aber ärgerlich ist es trotzdem. So, das heißt, ich darf jetzt hier mal wieder einen Cut machen. Okay, weiter geht's. Also, wie gesagt, das ist schon ziemlich belastend mit den Abstürzen. Ja. Aber geht ja nicht anders. Ich würde mal... Hier sieht man ja, ne? Hier kann man ja die Distance ganz schön abändern. So, ich mach mal halt wirklich wenig. Guck mal, Alter. Wir machen mal so richtiges Gammel-Game.
zieht's euch rein. Okay, das sieht wirklich armselig aus jetzt. Das sieht jetzt aus wie so wirklich so Beta. Hände ist eine Höhle, sehe ich jetzt gerade. Okay, nee, das ist. Das ist ein bisschen zu krass, das kann ich nicht machen. Das reicht. Wobei 1 reicht eigentlich bei der World 2. Visual Draw Distance, Small Object Distance. Hier, das ist Object Draw Distance. Hier, guck mal, 7. Sollte passen. Apply. Okay, ich glaube, ich habe noch nicht genug Holzscheite. 2, um genau zu sein. Das heißt, ich muss nochmal loslegen hier. Und ich glaube, ich muss mehrfach an dem Baum einfach ansetzen. Also jetzt wieder weg. Jetzt wieder ansetzen. Guck mal, jetzt hacken wir doch hier viel mehr. Guck mal. Nächstes. Jetzt dürfen wir doch schon 8. Oh, das ist ein Problem. Tschüss. Bruder, muss los, Alter. Hier, Wachen. Do your job, Alter. Was macht denn die andere Wache? Die Gommelschwache, die macht ja gar nichts. Die folgen mir die ganze Zeit. Scheiße. Nachdem die eine Mistvieh weniger. Oh. Alles klar. Damit habe ich nicht gerechnet. Es waren keine jungen Goblins. Die hätte ich also wahrscheinlich auch noch nicht geschafft. Okay, das sieht jetzt aber schon mega hässlich aus, muss ich jetzt mal sagen. Ah, das sollte trotzdem noch passen, so. Okay, die hätte ich nicht geschafft. Ja, Roperi dabei, nice. Also, das wäre gehörig ins Auge gegangen. So. Ich habe jetzt genug Holz für Argus. Geil. Wir haben jetzt genug Holz für Argus. Ich hab... Okay, die Holzfäller-Axt wird dupliziert im Inventar, wenn man die irgendwie verwendet dort dran. Jetzt haben wir 6 Holzfäller-Äxte. Das ist jetzt nicht geplant gewesen. Und es ist kein Gott nötig, der seine Hand... Mann, ich wollte die ganze Zeit mal ein Hotkey festlegen für Mikrofon muten. Hab ich immer noch nicht gemacht, ich Trottel, ey. Es ist an uns, den Schwächsten zu helfen, ihnen beizustehen und sie zu stützen. Mache ich dann mal für die nächste Folge. Wärme erfüllt werden, denn dies ist die Liebe zum Nächsten. Wenn ihr Roperi habt, dann teilt sie mit denen, die nichts haben. Eure Spenden werden die richtigen erreichen. Ah. Mein Wort darauf. Okay, das sieht doch schon besser aus. So, dann mal... Nee, warte mal, hier war nicht die Schmiede. Hier vorne war die Schmiede. Wer bist du denn? Unglücklicher. Komm mal her zu mir. Guck dich doch mal an, wie du aussiehst. Hier, hast du ein paar Roperi. Kauf dir etwas Vernünftiges zu tragen, Unglücklicher. Und wie du wieder aussiehst, Löcher in der Nase und ständig dieser Lärm. Ich habe das Holz. Sehr gut, gib es Fabi, meinem Lehrling. Bevor du nun bei mir oder jemand anderem anfangen kannst, musst du aber der Zunft angehören. Kann ich jetzt der Zunft beitreten? Du hast meinen Auftrag noch nicht erfüllt und du benötigst noch die Zustimmung von mindestens 2 Meistern. Okay. Wer sind denn andere Meister? Ja gut, dann muss ich mich ja noch mal ein bisschen umgucken oder umhören, das ist jetzt nicht das Problem. Hey du! Ich habe hier Holz für dich. Gib her, ich werde es später stapeln. So, jetzt haben wir die Quest abgeschlossen. 2 andere Meister, wer... Die Frage ist jetzt noch, wer sind denn 2 andere Meister noch? Da muss ich mich jetzt mal ein bisschen umhören hier. In der Stadt. Gehen wir einfach mal in die Häuser rein. Dort, wo ein Schild drüber ist. Hier ist ein Schild drüber, das heißt, es könnte... ...unbewacht sein. Speichern. Nicht, dass uns jemand beim Clown erwischt. Oh no! Also, die Leute bewachen wirklich nicht wirklich ihre Wohnungen.
Sondere Fähigkeiten, Tipps und Tricks und 25 Erfahrungspunkte. Sehr schön. Zieht euch mal diesen nicen Sessel da vorne rein. Das ist eine schöne Wohnung. Zwei Öfen, ein Ofen haben wir hier. Nicht doch, nicht zwei. Geil, ich einfach hier alles Was suchst du hier? Jetzt hast du mich aber erschrocken, Kollege, Alter. Holy shit. Na bitte, geht doch. Der ist jetzt, glaube ich, von seiner Arbeit aus hierher nach Hause gelaufen, weil er vermutlich gewittert hat, dass jemand in seiner Wohnung ist, Alter. Warte mal. Hallo, wer bist du? Ich bin Joachim. Ich bin der Schreiner hier in der Stadt. Kannst mich aber auch als Tischler bezeichnen. Ah, warte mal, das heißt, er ist einer der Mitglieder der Zunft. Das ist perfekt. Warte mal. So, jetzt sieht man dich wenigstens. Suchst du noch einen Lehrling? Oh, die Frage ist, ob du schon mit unserem Zunftmeister Arhus gesprochen hast. Ja, ich habe bereits mit Arhus gesprochen. Gut, dann steht deiner Lehre bei mir ja eigentlich nichts mehr im Wege. Ich will aber nicht bei dir in der Lehre sein. In deiner Werkstatt kann man ein paar richtig schöne Stücke finden. Oh ja, vielen Dank. Sind aus wirklich gutem Holz gemacht. Aufgrund dessen kann man damit schon sehr zufrieden sein. Ich bin gewissermaßen so stolz auf meine Werke, dass ich sie schon fast gar nicht mehr verkaufen möchte. Aber was soll's. Wozu bin ich schließlich Tischler? Von irgendwas muss ja ein jeder leben. Ich bin nur froh, dass ich mit dem Holz für meine Werkstatt kaum vom Schiffsverkehr abhängig bin. Hier auf der Insel sind immerhin genügend gute Bäume. Und Holzfäller gibt's auf Assun zur Genüge. Natürlich bekomme ich keine Trolleiche mehr aus Viranon. Aber das ist schon verkraftbar. Bald wird sicherlich wieder ein Schiff einlaufen. Interessant. Mit wem würdest du denn nicht gerne tauschen wollen? Also, wenn ich an die Leute im Hafen denke, die Händler oder Schmiede auf der Insel, in deren Haut möchte ich nicht unbedingt stecken. Die müsste die Warenflaute wohl am härtesten treffen. Einer musste hier oben ja schon aufgeben. Naja, Assun ist ja eigentlich autark. Ist ja nicht so, dass wir hier ohne Nachschub verhungern. Aber mal zurück zu uns beiden. Willst du mir etwas abkaufen oder warum bist du hier? Wir gehen erstmal zusammen in seine Werkstatt. Ich weiß nämlich gar nicht, wo die ist. Um ehrlich zu sein. Aber wahrscheinlich der Laden hier rechts gleich. Oder? Ja, guck mal, es ist doch hier eine Tischlerei. Jo. Kann ich die Kiste hier plündern? Ne, das ist nur eine Kiste. Ja, mehr kann ich hier nicht looten. Okay. Kisten öffnen ist er jetzt noch nicht bei mir. Deshalb, weiß ich nicht, so Schlösser öffnen. Wenn ich mal irgendwann Lernpunkte über habe, dann würde ich das wahrscheinlich mal investieren. Aber ich würde wahrscheinlich eher mehr so auf Magier gehen. Krieger, also so ein Magier-Krieger-Ding wieder machen. Hat sich irgendeiner verzaubert? Oder so, keine Ahnung. Drin ist aber auch ziemlich dunkel. Aber der braucht ja ewig, bis er da ist. In der Zeit nehme ich mal die Ruperi hier mit hier rumliegen. Ich bin so ein dreister Dieb, ey. Oh, ne Witz. Ich bin wirklich echt ein richtig dreister Dieb. Und der, ach so, der steht an seinem... Ach, ich bin Idiot, hey. Warte hier da drin auf den. Ich bin echt so dumm. Ich habe mit Arhus gesprochen. Was muss ich noch machen, um bei dir Lehrling zu werden? Hatte ich schon erwähnt, dass ich ein riesengroßer Trottel bin? Ist mir nicht aufgefallen. Ich habe einen Kunden, der nicht bezahlen will. Ich habe aber schon ausgeliefert und jetzt fehlt mir das Geld für neue Aufträge. Außerdem habe ich hier eine weitere, halbfertige Bestellung von ihm. Was hat das mit mir zu tun? Tja, ohne die 200 Ruperi kann ich dir weder ein Lehrlingsgehalt zahlen, noch das nötige Material beschaffen, um dich auszubilden. Was ist, wenn ich dafür sorge, dass dein Kunde seine Rechnung begleicht? Stellst du mich dann ein? Das wäre in der Tat eine gute Idee.
So weiß ich auch gleich, ob du etwas taugst. Du kannst dann auch bei mir anfangen. Und meine Stimme für die Zunft wäre dir dann auch sicher. Gut, wo kann ich diesen Typ finden? Barim, beim kreisförmigen Platz mit den zwei Bäumen in der Mitte. Okay, wir reden aber erstmal mit ihm. Was ist denn so Besonderes an der Trolleiche? Aha, du hörst aufmerksam zu. Die Trolleiche, wie der Name schon verrät, ist ein ziemlich großer und widerstandsfähiger Baum. Ich habe noch nicht viel mit diesem Holz gearbeitet, aber die Werkstücke, die ich bereits machen konnte, waren ihre Roperi wert. Da dieses Holz so widerstandsfähig und teuer ist, lohnt es sich nicht, dieses für Schränke oder Tische zu benutzen. Infolgedessen habe ich die Trolleiche für kleine Schatullen benutzt, die ich mit besonders kniffligen Schlössern versehen habe. Solche Meisterwerke meiner Handwerkskunst sind ein halbes Vermögen wert, aber dafür ist der Inhalt für jeden anderen außer dem Besitzer des Schlüssels nicht zugänglich. Tatsächlich? Und an wen verkaufst du solche Schatullen? Wer ist denn bereit, so viel für eine winzige Truhe zu zahlen? Sag mal, hörst du mir eigentlich zu? Diese Meisterwerke sind einzigartige und nicht zu knackende Behälter. Das, was die Leute in eine solche Schatulle tun, ist weit mehr wert als die Schatulle selber. Mit einem grobschlächtigen Hammer kriegst du diese Behälter nicht aufgetrimmert. Durch das harte Holz und die solide Konstruktion übersteht die Schatulle jeden Sturz. Aber um auf deine Frage zurückzukommen. Bisher hatte ich diese Schmuckstücke nur an den Schmuckhändler Dandarius im oberen Viertel verkauft. Dieser bringt die Ware dann unter die Leute. Sag mal so, mit einer Axt kriegst du jedes Holz auf. Und wenn man mit einer Axt diesen Trolleichenbaum fällen konnte, kriegt man auch mit einer Axt diese Kiste auf. Also, ja, würde ich jetzt mal sagen. Wer musste denn hier oben schon seinen Laden aufgeben? Soweit ich weiß, war sein Name Wieland. Er hatte seine Schmiede mal gegenüber von Vanadiums Kräuterlabor, bis er pleite ging. Tja, danach stand die Bude leer. Es hat natürlich etwas gedauert, aber mittlerweile ist sie wieder mit Leben gefüllt. Was meinst du damit? Ein Goldschmied ist dort eingezogen. Vom Hörensagen her habe ich aufgeschnappt, dass er vom Festland ist. Weißt du denn, wie es dazu kam, dass die Werkstatt aufgegeben werden musste? Geldprobleme, denke ich mal. Was auch sonst. Wundert mich nur, denn Wieland ist eigentlich recht talentiert. Auf Werkbank ansprechen stand da gerade noch. Ich habe da einen Tisch mit Pfeilen und Bolzenteilen in deiner Werkstatt gesehen. Ja, das ist meine Werkbank. Die habe ich aus Sumpfeiche und dem gängigen Laubbaumholz hier auf Assun zusammengewerkelt. Und an der Werkbank stellst du Pfeile und Bolzen her? Naja, habe ich gemacht. Jetzt aber nicht mehr. Die Pfeil- und Bolzenproduktion rentiert sich für mich einfach nicht. Da bin ich mit meinen anderen Werkstücken deutlich besser dran. Wenn du willst, dann kannst du die ruhig benutzen. Gibt's hier auf der Insel denn noch andere Exemplare der Werkbank? Oder ist das ein Einzelstück? Wenn du gut aufpasst, dann wirst du bei Garrod noch eine finden. Die habe ich für ihn gemacht, weil er unbedingt eine bessere Arbeitsfläche brauchte für seinen Lehrling. Vorher hatte er die Einzelteile immer auf dem Schoß liegen, wenn er seine Munition zusammengebastelt hat. Als er meine Werkbank gesehen hat, war er sofort begeistert und gab direkt eine Bestellung bei mir auf. Aha, klingt auf jeden Fall interessant. Ansonsten wirst du so eine Werkbank wohl nirgends finden. Obwohl, mein erstes Exemplar wurde mir gestohlen. Es war noch ein Prototyp. Ich war nur kurz rüber zu Aarhus, um ein paar Nägel zu holen. Doch als ich zurückkam, war meine schöne Werkbank verschwunden. Ich glaube, in deiner Wohnung sind jetzt auch einige Dinge verschwunden. So, großer runder Platz mit zwei Bäumen. Dort soll Barim sein. Werde ich es gleich mal erledigen. Ich glaube, er meint den Marktplatz. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber gehen wir einfach mal hin. Geld eintreiben. Ich fühle mich gerade wie ins Inkassobüro. Das ist doch nichts Neues. Ja, ist auch nichts Neues. So, die Frage ist nur, großer runder Platz, zwei Bäume. Erstmal hier lang. Vielleicht ist dieser Platz hier. Oh, guck mal, hier ist auch so ein Maler, wie bei Xeres Rückkehr. Der war doch sturzbetrunken. Pico Virtuoso. Pablo Pico. Wie geil die Mütze einfach. Ins Ödland will ich bestimmt. Die kochen wir durch die Zölle schon weich. Wie cool.
Das ist richtig cool gemacht. Da soll irgendwo im Norden ein Sumpf sein. Das Bild ist so wunderschön. Pico Virtuoso. Hey du, hallo, wer bist du? Ich bin der einzigartige Pico Virtuoso. Virtuoso. Ach so, natürlich. Wie konnte ich das nur vergessen? Vorher sagen können. Du magst dich lustig finden, aber Tatsache ist, dass ich weit und breit der beste Künstler bin und der Einzige, der Zunftmitglied ist. Du bist Zunftmitglied. Du bist doch gar kein Handwerksmeister. Das nicht. Aber die Zunftmitglieder dieses Städtchens und der Statthalter sind von meinen Werken so begeistert, dass sie mich angefleht haben, ihnen beizutreten. Mich fragt ja keiner. Kann ich bei dir Lehrling werden? Nun, ich bezweifle, dass du das nötige Talent und Wissen besitzt, aber das können wir ja prüfen. Wenn Lass du meine Aufgabe abwarten, erledigst, hast wird. Du auch meine Zustimmung zur Zunftaufnahme und kannst dann auch Lehrling bei mir werden. Mich fragt ja keiner. Easy. Was soll ich machen? Kennst du dich mit Farben aus? Eher nicht. Gut, dann ist das ja die richtige Aufgabe für dich. Hier hast du ein Buch zur Farbenlehre. Mir ist die gelbe Farbe ausgegangen. Wenn du mir diese Farbe bringst, ist die Aufgabe erledigt. Alter, wie geil ist das denn bitte? Okay, warte mal. Jetzt hat er sein Ding dort abgebaut, okay. Vom Hersteller der Farben. Seit tausenden von Jahren malen und zeichnen die Menschen ihre Errungenschaften an Wände, auf Leinwände oder in den Bier oder auf den einen Bierdeckel. Doch die Kunst der farbigen Malerei greift zurück auf die Kunst, Farben herzustellen. Dieses Buch behandelt die Herstellung der blauen Farbe. Die blaue Farbe sollte. Zuerst sollte man sich die nötigen Zutaten besorgen. Die da wären zwei Blauflieder, ein Glas Honig und zwei Flaschen Wasser. Man zerschneidet zuerst den Blauflieder, dann male man ihn und gebe das Resultat dann in ein Behältnis. Danach gießt man eine Flasche Wasser drüber, nun noch das Glas Honig und man rührt das Ganze sorgfältig um, je nach Konsistenz der Herstellung oder mehr oder weniger Wasser hinzugeben und so lange rühren, bis man hat was. Bis man hat was. Ja, das war alles jetzt. Ich soll ihm gelbe Farbe besorgen, aber das Buch handelt von der Herstellung von blauen Farben. Okay. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Ich nehme an, ich brauche dazu noch andere Bände. Mal wüsste ich gar nicht, wo ich das herstellen sollte. Ach, hier ist der Barim. Hallo, wer bist du? Ich bin Barim. Wohnst du hier? Nein, ich tue in der Regel nur so. Will ich bestimmt nicht. Ich komme von Joachim. Ja, und? Du hast Schulden und damit wohl ein Problem, denn ich werde dafür sorgen, dass du sie zahlst. Ach so. Und wie willst du das anstellen? Das hätte ich dir vorher sagen können. Solltest du dich nicht sputen, wirst du es gleich spüren. Du scheinst wohl ganz entschlossen zu sein. Wenn du etwas für mich erledigst, kannst du das auch ohne Gewalt schaffen. Warum sollte ich etwas für dich tun? Hör dir an, was ich zu sagen habe. Das Schlagen kannst du doch gleich auch noch. Allzu lange stehen. Fürst Albrecht wird dafür sorgen. Ich trau dem nicht. Was hast du zu sagen? Du die Türme Meine was? Frau, Magdalene, ist nicht mehr so wie früher. Das spüre ich. Sie macht nicht mehr alles, was ich sage. Ich denke, sie geht fremd. Ich will, dass du das für mich überprüfst. Wenn du das gemacht hast, bekommt Joachim sein Geld und du eine Belohnung. Oh Mann, Alter, ich verwickle mich hier immer weiter in so ein tiefes Questnetz. Okay, ich slam euch. Okay, ich bin dabei. Sehr gut. Sehr gut. Wo finde ich deine Frau? Folge ihr am besten nachmittags gegen 13 bis 14 Uhr auf den Markt. Sie kommt immer spät nach Hause. Ich glaube, sie geht dann woanders hin. Leider konnte ich sie selbst nicht verfolgen. Sie wird dich schon dorthin führen, wo du hin musst. Da soll irgendwo im Norden ein Sumpf sein? Okay, 13, 14 Uhr. Wie spät haben wir es denn jetzt? 14 Uhr. Dann wird es jetzt beim Markt sein wahrscheinlich. Dann wird die jetzt beim Markt sein. Den Überseehandel können wir ganz vergessen. Da soll irgendwo im Norden ein Sumpf sein? Irgendwann muss der Schiffsverkehr ja wieder laufen. Schauen wir uns das mal an. Magdalene. Irgendwo im Norden ein Sumpf sein? Guten Tag, der Herr. Was darf sein?
Schauen Sie sich mein Angebot ruhig genauer an. Alles frisch, alles preiswert. Mit mir kann man sowas nicht machen. Mich fragt ja keiner. Lydia und Dora? Nee, euch suche ich nie. Da soll irgendwo im Norden ein Sumpf sein? Komm näher, komm näher! Nein! Was willst du? Schau dir meine Waren an! Ich habe seltene Gegenstände und Dinge aller Art! Schön für dich. Also einen Blick auf meine Waren. Es lohnt sich! Nein, ich muss weiter. Später vielleicht. So eine Frau... Na, Kleiner? Scheint zwar ein bisschen schwach auf der Brust zu sein, aber sicherlich brauchst besonders du eine gute Waffe. Ich habe hier nur die besten Stücke, frisch aus Meister Ahus Schmiede. Also schau mal rein. Ich zeig dir gleich, wer schwach auf der Brust... Oh, das wollte ich gar nicht. War doch nur ein Scherz, reg dich nicht so auf. Hier, darfst doch mal meine Waren anschauen. Kannst doch mal bei mir vorbeischauen, dann zeig ich dir noch mehr. Oh. Ich will sie sehen. Dann schau mal. Hey, und sieh mir beim Reden in die Augen. Schau, ey. Ja, toll, die ist jetzt nicht beim Markt. Hier oben stand da noch eine Tante, glaube ich. Und hier sind auch die Enten, die ich potenziell töten muss. Ist das die Magdalena? Bitte lass das die Magdalena sein. Ein Wasser weit und breit. Margot. Ah, was mache ich denn jetzt? Okay. Das habe ich auch gesagt. Leg mich jetzt einfach mal hier schlafen. Könnte man hier auch eigentlich eine Zeit wählen, so wie bei Xeres Rückkehr? Nee. Mittag. Machen wir bis Mittag. 12 Uhr, okay. 12 Uhr. Hm. Das ist ärgerlich. Ich weiß nicht, wie ich hier eine Ente töten soll, ohne dass die anderen aggressive werden. Wahrscheinlich greifen die mich dann einfach an. Nicht zu fragen. Ich speichere mal und ich klatsche einfach mal eine Ente weg hier. In der Hoffnung, dass die mich jetzt nicht angreifen. Dann kriege ich das Entenfleisch für den einen Typen, der unterm Baum sitzt. Wenigstens schon mal. Das wäre ja schon mal ein Anfang. Jo. Mörder! Ja. Diese. Schöne Kampfmusik. Vielleicht muss ich auch einfach nur, bis nachts mal schlafen. Wie geil, man sieht das gar nicht. Den Orangensaft, den ich hier drin habe. Durch den Greenscreen. Ja, und das Spiel ist, glaube ich, wieder abgestürzt. Oh, das ist belastend. Das ist echt belastend. Na gut, aber geht ja nicht anders. Also, ich bedanke mich erstmal wärmstens fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Stop Asun. Macht's gut und